Herzlich willkommen zur ersten Sendung 2012 von Wolfsmenschen. Diese Stimme kommt Ihnen bekannt vor. Hören Sie mal genau hin und sagen Sie, das habe ich doch schon mal gehört. Nächster Halt, Amrischwil, Schloss Hagewil, bitte alle einsteigen. Na, das ist doch Reto Scherrer. Herzlich willkommen. Ne? Danke. Reto, wie viele tausend Stationen waren es, die du gesprochen hast? Das weiss ich nicht. Also ich habe nur einmal wirklich Zugstationen gesprochen, nämlich die von der Frauenfeld-Wielbahn. Und jetzt hat es, glaube ich, irgendwie 23 Stationen. Aber das Problem ist, gewisse Leute haben ja immer noch das Gefühl, das läuft jetzt immer noch jeden Morgen, jeden Tag dort in dieser Bahn rein, dass ich immer noch live dort bin. Und dass ich immer wahnsinnig viel zu tun habe, indem ich dann immer das dort sagen muss. Also es ist aufgenommen. In der Frauenfeld-Wielbahn rein ist aufgenommen. Ja. Ist nicht so, dass aber ich sonst machst du es live noch? Ja, also bei größeren Stationen mache ich es live. Ja. Genau. Zürich HB und so mache ich es einmal live. Und die Frauen stehen dann Schlange? Ja, das stimmt. Ja, das ist immer ein positiver Nebendeffekt. Ja, genau, und Frauen. Seit zweieinhalb Jahren Melanie und sowas, kein Problem, die weiß das. Ah, du meinst meine Frau? Ja, ja. Ja, natürlich. Ja, klar. Also die ist ja selber sehr begehrt. Und darum ist doch das... Das gleicht sich aus. Das gleicht sich sehr gut aus, von dir stammt aus deiner Radiozeit der sagenhafte Satz, Frauen denken am liebsten an Männer zurück, mit denen sie lachen konnten. Das stimmt, das habe ich mal irgendwann gesagt, als ich total verzweifelt war, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, das funktioniert gar nicht mehr mit diesen Frauen und vielleicht stehen sie ja noch auf etwas, was lustig ist. Und das habe ich wirklich mal gesagt, das stimmt, ja. Ja, aber zu dem stehe ich auch, also, das muss ich sagen. Also, ich glaube, also alle, mehr muss da gar nicht sagen, nein, also ich glaube, alle Frauen also haben nicht gerne irgendwelche Typen, die dann sehr langweilig sind oder die nicht miteinander lachen können, weil alles andere ist ja dann irgendwann einmal abgebrochen. Und das mit dem Lachen, das bleibt, oder? Auch in einer Beziehung, das finde ich schon noch wichtig. Kommt eine Frau bei dir überhaupt zu einem ganzen Satz? Ja, du kennst meine Frau nicht. Du kennst meine Frau nicht. Also es ist wirklich so, also, du kannst nächstes Mal sie einladen, sie redet sicher mehr als ich. Das ist so. Und also, wir ergänzen uns sehr gut dort. Ja, also, wirklich. Das ist die Erfindung des Stereos in der Ehe, alle gleichzeitig oder wie? Nicht alle gleichzeitig. Jeder redet einfach und jeder redet so lange er will. Ja. Und dementsprechend ist es uns auch nie langweilig, weil es immer etwas zum Schwätzen gibt. Aber es ist wirklich so. Also sie schwätzt viel und das bin ich sehr froh darüber. Also, ich kann es nicht haben, wenn Leute nichts sagen. Also, das ist dann ein bisschen mühsam. Und da bin ich wirklich... Oi, was ist das? Reto, das ist ein Foto aus deiner damaligen Zeit, aus meiner Zeit als Lehrer. Wenn du die Frisur wie du. Ja. Also das Grau ist gefärbt. Genau. Das ist ja klar. Ja. Das ist der Trick dabei. Wie mir auch. Als ich Lehrer war und wenn so ein Schüler bei mir in die Klasse gekommen wäre, hätten bei mir, tut mir leid, ist bei mir der Alarm losgegangen. Achtung, der macht Schwierigkeiten. Das war bei mir überhaupt nicht so. Also ich war natürlich ein Musterschüler und mich haben alle Lehrer sehr gern gehabt, oder? Und ich habe nie ein Problem gemacht und ich habe immer beste Noten heimgebracht. Und ja, also wirklich. Naja, also ich muss so sagen. Das war jetzt keine Maskefärbung, das nein, war live. Aber jetzt, okay. Jetzt mal ernsthaft. Also mit den Lehrern war es wirklich so, dass es nicht immer ganz einfach war. Aber es ist wie mit allen Leuten, die ich in meinen jungen Jahren nicht immer ganz so einfach hatte. Mittlerweile sind viele von denen meine besten Kollegen. Oder? Also zum Beispiel irgendwie mit dem Schulleiter von Weinfelden gehe ich regelmäßig irgendwie zum Mittagessen, weil wir uns einfach jetzt gut verstehen. Mit dem habe ich aber schon früher noch immer gut verstanden, muss ich sagen. Aber mit anderen Lehrern, die ich es vielleicht nicht immer ganz so gut hatte, verstehe ich mich auch mittlerweile sehr gut. Und so ist es mit wirklich vielen Menschen, das ist ja manchmal so, oder? Da denkt man so, wenn man in die Schule geht oder in dem jugendlichen Alter ist, dann macht man ja viel Blödsinn und so. Und dann denkt man ja nicht daran, dass man sich irgendwann im Leben wieder begegnet. Und das ist man dann, meistens ist man dann schockiert, oder? Wenn man plötzlich mit 25 oder so wieder vor dieser Person steht, wo man dort mal mit 16 irgendwie den Briefkasten gesprengt hat. Das sind so Sachen, die dann... Aber ich muss sagen, es ist für mich bis jetzt immer sehr positiv rausgekommen. Ja. Aber schau doch mal den Typ, der so gar nicht so lange her. Wie alt ist das Foto ungefähr? Weiß nicht, vielleicht ein Jahr oder so. Ja, genau. Dann frage ich mich, wo sind deine Haare? Und jetzt bitte dich, Cecil Behler hat 9 Minuten gebraucht. Mach's in 20 Sekunden, bitte. Wo sind deine Haare? Ist das eine Art Reife oder ist das was anderes? Nein, das weiß ich nicht so genau. Also ich bin einfach mal irgendwann zum Coiffeur gegangen und dann hat der gefunden, ja, man könnte mal eine neue Frisur machen. Und ich hatte nicht lange überlegt.
mal leid. Und hat dann gesagt, ja, das können wir schon mal machen. Es war Sommer und es war immer sehr warm mit längeren Haaren. Und dann haben wir die abgeschnitten. Und ich bin nachher aber schon, ja, zuerst ein bisschen schockiert und habe es nicht so gut gefunden. Und habe gefunden, man könnte es vielleicht wieder anmachen. Das könnte man ja heute, oder, mit so Chemie und so. Und, ja, nein. Und dann habe ich gefunden, ich lasse es wieder wachsen. Aber dann habe ich gemerkt, dass Frauen finden lange Haare nicht unbedingt lässig. Und dann habe ich es so kurz gelassen. Oder also, das solltest du merken. Genau. Nein, es gibt sicher auch Frauen, die lange Haare gut finden, aber ja. Wir machen ja Frisuren nur wegen der Frauen, oder? Das ist ja so. Sonst, also, ja. Sonst, ich merke das, wenn ja. Sie hinterher... Ja, immer schauen. Oder war das eventuell für deine Weltreise, dass es praktischer ist, mit kurzen Haaren zu fliegen? Du warst 8 Monate unterwegs, unter anderem in Rarotonga. Genau, Rarotonga. Kennt doch jeder auf der Welt. Genau, ist wirklich ein grosses Domizil. Rarotonga ist in der Mitte zwischen Australien und Amerika. Ist eine Insel, also Cook Island heisst die ganze Insel zusammen, heisst Cook Island. Und Rarotonga ist eine Insel. Und dort hat das Flugzeug ist gelandet. Und es ist noch lustig, es sind irgendwie 350 Personen in dem Flugzeug reingesessen. Und wir sind dann die Einzigen, die dort ausgestiegen sind. Und dann hat dort so einer wirklich mit einer kleinen Gitarre hat er dort gespielt und hat uns begrüßt. Und es hat keine Passkontrolle und gar nichts dort. Man kann einfach aussteigen. Es hat aber auch kein Hotel, das haben wir nicht gewusst auf dieser Insel. Es hätte müssen zu so einer Schlummermutter, die dann noch ein Zimmer frei hatte. Wir müssen dort schlafen, also müssen dürfen dort schlafen. Sind 4 Wochen dort geblieben, weil das Flugzeug ist erst nach 4 Wochen wieder gekommen. Und, also es ist wirklich kein Witz, und es ist auch so, es kommt nur einmal pro Woche auf Rarotonga Essen, also per Schiff. Und das haben wir lange nicht gewusst. Es war immer am Donnerstagmorgen um 9 Uhr, wo so ein Kreuzfahrtschiff kam und dort zu Essen abgeladen hat. Und wir waren dann immer zu spät am Freitag. Weil am Freitag war immer schon der Laden leer gewesen, der einzige Laden, den es hatte. Und irgendwann hat uns ein Dorfbewohner gesagt, von Rarotonga, ihr müsst wirklich am Donnerstagmorgen spätestens um 10:30 irgendwie dort sein, dass es noch ein paar Büchse Ravioli gibt und so. Und das haben wir dann in der zweiten Woche kapiert. Also es ist eine traumhafte Insel. Man ist innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Minuten mit dem Velo einmal rundherum. Vielleicht innerhalb von einer Stunde ist man einmal über die Insel quer übergelaufen. Ja, und man kann eigentlich nichts machen, aber es ist einfach schön dort. Ja. Es hat keine Deutsche. Nein. Das ist ein Scherz. Können wir das rausschneiden? Genau. Warum Rarotonga? Das ist doch... Das weiß ich auch nicht. Das ist so jugendlicher Leichtsinn. Das ist so irgendwie Sturm- und Drangphase. Man weiß nicht genau, was man will im Leben. Und warum nicht Hawaii? Hättest ja, du... Hawaii sind wir auch gewesen. Ja. Aber dann ist so eine Welle auf dem Surfbrett und das ist ganz schlimm gewesen. Nein, das ist wirklich... Hawaii ist gar nicht... Hawaii hat nur Japaner und die lachen den ganzen Tag und es... Nein, das Rarotonga, es war einfach so gewesen, wir hatten eine vorige Zeit und wir wollten auf Amerika fliegen und Australien sind wir gewesen. Und von Australien auf Amerika ist Rarotonga in der Mitte. Und dann haben wir gesagt, und der Pilot von dieser Airbus-Maschine hat schon gefunden, ja, mache ich da eine Ausnahme und ja, er könnte dort runter. Also die haben auch keine wirkliche Lande- und keine Startpiste, sondern es ist einfach so ein bisschen mehr im Grünen raus. Aber es hat sich gelohnt, ich werde es nicht mehr vergessen. Kann man heute vielleicht auch gar nicht mehr machen, ich weiß es nicht. Ist euch nicht mehr erlaubt. Und deine Töchter und Söhne schreiben dir von dort, oder? Ja, die sind alle wohlauf und so. Reden alle Thurgauer Dialekt, ja. Natürlich, oder? Das liegt ich in den Genen drin. Immer regelmäßig über World Vision schicke dort meine ja. Eier. Du hast die Auszeit von 8 Monaten im zarten Alter von ungefähr 30 genommen. Hat es dich verändert? Nein, das stimmt nicht. Nicht? Nein, mit 20 bin ich da gewesen. Stell dir vor, mit 30 bin ich schon fast geheiratet. Nein, also mit... Nein, ich bin auf jeden Fall jünger gewesen. Ich weiß es nicht mehr, ja. Vielleicht auch 28. Verändert so 8-Monate-Trip etwas? Nein, überhaupt nicht. Außer dass man einfach gerne wieder heimkommt. Ja, nein, wirklich. Also es ist, glaube ich, das wissen wir ja alle, es ist ja nie nicht so schön wie daheim. Und wenn man dann 8 Monate, also gerade auf Rarotonga, wenn dann kein Wasser aus dem Hahn kommt und so, dann ist es schon mal leer, 2 Tage. Aber ich glaube, nein, wirklich, ich glaube, man lernt es irgendwie wirklich sehr zu schätzen, wenn man kann durch die schönen, aufgebauten Regale von unseren Filialen laufen, wenn man geht posten. Und wenn man kann am Morgen den Wasserhahn auftun und es kommt frisches Wasser aus und so. Das habe ich nie vergessen. Also es ist schon noch wichtig. Also das habe ich wirklich nie vergessen. Und alles ist so ein bisschen selbstverständlich bei uns. Es funktioniert ja alles, oder? Also es ist super. Es gibt ja nichts, was nicht funktioniert. Bei uns kann man ja auch alles machen. Also man kann ja irgendwie Lehrer werden. Oder man kann, ja, man kann zum Radio, obwohl man nichts kann. Oder man kann irgendwie zum Bundesrat werden, auch wenn man dort nichts kann. Aber man kann irgendwie alles machen in dem Land, oder? Das ist nie möglich. Und das ist schon alles. Ja, man kann auch heiraten.
Genau. Ist das die Folge von Rarotonga? Ich sagen, eigentlich, das Foto darf man gar nicht zeigen, weil das Foto ist unter ich weiß nicht, woher das hast. Das Internet ist, bei dir? Ja, das ist eben schlimm am Internet. Das wird nicht mehr gelöscht, das ist wirklich schlimm. wir haben wirklich gesagt, wir wollen keine Hochzeitsfotos von uns, also mit Brut und Brutkleid und so. Und dann war also eine Idee von der Thurgau-Zeitung, das war lustig, die von der Thurgau-Zeitung hat mir gesagt, Herr Scherer, Sie können sich nicht dagegen wehren, dass wir ein Foto machen von Ihnen beim Hochzeit, weil Sie sind eine Person von öffentlichem Interesse. Und alle, die von öffentlichem Interesse sind, die werden fotografiert. Und dann habe ich gefunden, ja, okay, das mag sein, aber das ist ein Privatanlass, oder? Ich habe dann ihr das gesagt, der Chefredaktorin, Frau Freffel ist das dort mal von der Thurgau-Zeitung. Und dann hat sie gesagt, nein, Herr Scherer, das ist eigentlich kein Privatanlass, weil eine Hochzeit ist ein öffentliches Bekundnis zum Ja sagen und die Kirche ist auch öffentlich. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber wir wären gleich froh, wenn Sie nicht unbedingt ein Foto machen würden. Und sie haben dann da einen vorbeigeschickt und ein Foto gemacht. Ja, mittlerweile muss ich sagen, ja. Ist ja ein schönes Foto. Also, Brötchen sehen gut aus. Rarotonga-Sehnsucht, hä? Rarotonga-Sehnsucht, ohne Fotografen. Ja, genau. Nein, das sind so Sachen, wo ich muss sagen, das ist ja eigentlich gleich, aber ja. Ja. Gibt es halt manchmal im Leben. Deine Homepage heisst www.burbetraum. Genau, das stimmt. Das ist also nichts Perverses. Das ist nicht irgendwie. Genau. Das ist dein Leben, oder? Ja, nein. Also, es ist mir so gewesen, die Homepage die ist auch nicht mehr wirklich aktuell, weil heute ist man ja da in einem neuen Zeitalter. Oder? Mit, du hast noch die langen Haare drauf. Ja, ich habe noch lange Haare drauf. Genau, heute ist man ja bei Facebook und weiss den Teufel, der überall angemeldet ist. Ja. Die Homepage ist trotzdem mal entstanden vor über 10 Jahren, wo wirklich das Radio brandaktuell war. Ist es auch heute noch. Aber darum habe ich gefunden, Bubentraum, wie es immer mein Traum war, zum Radio zu gehen, ist noch ein guter Name für die Internetseite. Und ist, dann war der Name frei, www.bubentraum.ch, und dann habe ich das genommen. Und den würdest du heute noch nehmen? Ja, würde ich heute noch nehmen. Ja. Genau, vielleicht in der Frauentraum. Nein, Bubentraum ist schon gut. Ja. Du bist der Radiomann, so hat man dich kennengelernt. Und du darfst jetzt nichts sagen. Das ist das, was bei dir zu Hause steht und was eines der ältesten Radios der Schweiz ist, aus Österreich stammt. Und was das für dich bedeutet hat, eben dieser Burbetraum, das werden wir nach dem kurzen Break hören und erleben, nämlich das Radio und Reto Scherer. Wir sehen uns gleich wieder. Reto, du warst in der 3. Klasse, wahrscheinlich hast du das Radio auch schon gehabt, und da hast du geträumt, eben dein Burbetraum, ich werde Radiomoderator. Genau. Und dann ging's los. Ja, das ist doch nicht so einfach, oder? Wie wenn man denkt, ja, man wird zum Radio arbeiten, dann ist klar, dann ist das vielleicht nicht ganz einfach, wie irgendwie, wenn man sonst auf die Post geht oder aufs Büro oder irgendwie einen handwerklichen Beruf macht, weil es einfach nicht so viel von diesen Jobs gibt. Oder? Es gibt sehr, sehr wenig. Also gerade in der Schweiz gibt es ja ein paar Lokalradios, klar, ja. Und dann gibt es noch das Radio DRS. Und ja, dann ist eigentlich fertig und ist sehr begrenzt. Und ich habe das schon da gewusst, es ist so ein bisschen wie Bundesrat. Also ja, wenn man den Job machen kann, dann ist es etwas, dann ist man wirklich privilegiert, wie man die Chance bekommen hat und wie es einfach relativ wenig so Jobs gibt. Aber du siehst so gut aus, ein Bub träumt heute vom Fernsehen als Moderator, mindestens. Ja, das ist lustig, das sagen die Leute immer. Also die Leute sagen immer, ja, man geht zuerst, wenn man eine Medienkarriere macht, dann geht man zuerst zu der Zeitung, oder? Und dann geht man vielleicht irgendwie zum Radio, macht dort den Sport oder weiss, irgendwie so etwas. Ja. Und dann geht man am Schluss noch zum Fernsehen. Also ich finde das überhaupt nicht. Für mich ist das höchste Gut in Sachen Medien ist immer das Radio. Also es ist immer gewesen und es wird es auch immer bleiben, weil ich finde, Radio hat wirklich so eine gewisse Magie, wo einem sonst kein Medium kann geben kann. Und man muss einfach schon wissen, Fernsehen, das sieht man ja jetzt da drinnen, also Fernsehen ist gut und recht und das ist lässig und so, aber man muss auf Kommando, man muss auf die Linie stehen, man darf nicht sich zu viel bewegen mit den Händen und so, oder? Nein, es gibt einfach viele Spielregeln, die eingehalten werden müssen. Und Fernsehen ist sehr, sehr aufwendig. Fernsehen braucht sehr, sehr viel Geld. Radio braucht nie so viel Geld wie Fernsehen und Radio ist viel, viel schneller als Fernsehen. Also wenn irgendetwas passiert in der Schweiz, dann ist das Radio am absolut schnellsten.
Natürlich kann man sagen, das Internet auch noch mittlerweile. Ja, aber man kann ja nicht immer ins Internet und man kann nicht immer im Internet sein. Aber Radio hören, das kann man wirklich einen Knopf drücken und dann weiss man, um was es geht. Und das finde ich auch einen grossen Vorteil. Nebst der Magie von der Stimme, also das geht uns ja allen so, dass wir uns immer vorstellen, wer steckt hinter der Stimme. Oder? Wenn man jemanden anruft und so, denkt man immer, ah, die sieht vielleicht so und so aus. Und meistens trifft man sie ja dann nicht. Und das ist schon noch etwas, was ich finde, mit der Stimme spielen und auch so ein bisschen eben, das ein bisschen geheimnisvoll und so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich heute nochmal anfangen könnte, Radio machen, wenn ich wirklich nochmal von null könnte anfangen könnte, wenn ich wüsste, wie es werden würde, dann würde ich dafür sorgen, auch wenn das wahrscheinlich fast nicht möglich ist, dass mein Gesicht nie irgendwie wirklich öffentlich wird. Dann wäre ich jetzt nicht da und würde sonst nichts machen. Ist klar, kann man wahrscheinlich vergessen in der heutigen Zeit. Aber es wäre schon lässig, wenn man nicht, wenn man nicht wüsste, wie das Gesicht aussieht, das da schwätzt. Also ich habe das immer lässig gefunden, wenn ich jemanden gehört habe im Radio. Und als ich dann das erste Mal gesehen habe, wie der Roger Schawinski aussieht, bin ich schockiert gewesen, oder? Also ich dachte, ja, die Stimme ist super, aber ja. Nein, das ist ein Scherz. Sorry, Roger. Er wird es nicht hören. Ah. Du bist so weit im Radio verwurzelt, dass du Burbe Träum hast, nämlich das nationale Scherer-Radio. Wann kommt das? Ja, das habe ich mal einfach irgendwann so gesagt. Also das ist schon immer ein Traum gewesen, dass man mal irgendwann natürlich selber ein Radio machen kann. Ist es klar, es ist ein Traum. Und es ist auch gut, dass es ein Traum ist, weil wenn das schon Realität geworden wäre, dann hätte man keine Träume und ohne Träume muss man nicht mehr leben. Also von dem her bin ich froh, habe ich nicht alles wirklich so schon erfüllt. Und das wird vielleicht auch gar nie so weit kommen. Aber es wäre schon lässig, vielleicht auch auf einem bestehenden Radio irgendetwas zu machen, wo man sagen kann, ja, wir geben am Herrn Scherer die 4 Stunden und er kann mit diesen 4 Stunden machen, was er will. Was würdest du dann machen? Das weiß ich nicht. Das würde ich dann einfach so ein bisschen. Würdest du die Leute verarschen? Nein, das würde ich nicht machen. Das habe ich ja nie gemacht. Das Nein. Aber ich hätte sicher ein paar Ideen. Und ich glaube, in der Spontanität passiert immer noch am meisten. Also auch das Zeug, das ich immer gemacht habe, irgendwie, sei es eben versteckte Telefon oder etwas mit der Frau Burkhardt oder all das, das ist immer aus der Spontanität entstanden. Das Radio kann man auch nicht irgendwie planen. Man kann nicht irgendeinen Zettel alles aufschreiben. Und man macht es so, sondern Radio passiert einfach und man macht viele Fehler und man redet viel und so wie jetzt gerade. Aber plötzlich entsteht etwas daraus, wo man irgendwie brauchen kann. Und das finde ich eigentlich das Spannende und das denke ich, das würde in der heutigen Zeit nicht schaden, wenn man auch manchmal ein bisschen einfach spontaner wäre und nicht alles müsste auf die Waagschale legen, dass man, weil man Angst hat, dass dann die Leute könnten verrückt werden oder man muss aufpassen wegen diesen Geldgeber oder wegen diesen politischen Kräften. Man müsste einfach wieder mal so ein bisschen, so wie früher noch halt. Das wäre schön. Früher war noch alles besser gewesen, oder? Ich habe es ja immer gesagt. Ja. Ich sage dir jetzt was ganz Ungeplantes, ganz spontan, ja. So wie du bist. Gut. Vorbereitung der Gesendung, mit dir macht man sich ja Gedanken, man kennt dich. Ich wollte dich eigentlich schon festbinden vorweg, damit du da nicht jetzt abbückst und sowas. Nein, ich bin ja gern da. Also. Du hast jetzt, ich habe mir gewünscht, dass du 3 Minuten ganz ernsthaft redest, ohne dass du der Bub bist, sondern der große Erwachsene. Und jetzt sind wir schon in der 6. Minute. Danke. Das freut mich. Gern geschehen. Danke. Gern geschehen. Du bist aber trotzdem beim Fernsehen und dort machst du unter anderem Außenmoderation zum Donstigjas, Begleitung genau. Und ähnliches mehr. Wer ist der Mann neben dran? Ja. Warum machst du nicht die Sendung? Oh, das ist eine gute Frage, weil ich natürlich, also ich finde grundsätzlich muss mal so eine Jazz-Sendung immer der machen oder jede Sendung im Fernsehen muss immer der moderieren, der es am besten kann. Und das ist da in dem Fall ganz klar der Roman, der macht das super. Aber ich sage also, wir werden am 14. April werden wir eine neue Samstagabend-Sendung haben im Schweizer Fernsehen, vom 8. bis 10. Uhr, 2-stündige. Und dort wird der Roman im Studio deine Jasse und mit viel Prominenz. Und ich werde mit diesen prominenten Persönlichkeiten dann draussen andere Spiele machen und anderes Zeugs. Und wir gehen uns immer so ein bisschen hin und her in der Moderation. Und das wird sicher lässig werden. Das ist so eine neue Samstagabend-Sendung im Schweizer Fernsehen, wo noch niemand weiss. Man darf es gar noch nicht sagen. Aber ja.
Ja, das ist am 14. April, habe ich schon gesagt, oder? Und ja, sind wir gespannt. Also, wir wissen auch noch nicht so genau, wie denn das funktioniert. Aber dafür hat man ja dich. Dafür hat man ja dich. Genau. Ja, also muss ich sagen, der Roman natürlich auch, weil er ist absoluter Profi, oder? Also er weiß, wenn es wirklich um die Spontanität geht, wie es funktioniert. Und ja, normalerweise machen wir ja so Sendungen immer mit einem Mann und mit einer Frau, so wie der Thomas Gottschalk und die Michelle Hunziker. Und wir haben jetzt gefunden, wir nehmen jetzt mal zwei Männer. Ja, das ist ja auch nicht etwas Schlimmes. Also vielleicht funktioniert. Aber trotzdem ja. Fehlt ja was da oben. Ja. Nein, überhaupt eben, das meine ich nicht. Sondern es kann ja auch mal wirklich gut sein, zwei Männer, oder? Jetzt schauen wir mal. Ja. Aber jetzt Spekuliere ich weiter. Zuerst warst du Außenmoderator, jetzt hast du schon deine Spiele. Und dann? Ja, also mir geht es nicht darum, immer irgendwie noch mehr zu haben und zum schlussendlich dann noch irgendwie die grosse eigene Fernsehsendung zu haben. Wie gesagt, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit Radio. Und Radio ist das, was mir alles bedeutet und das mache ich auch wirklich gern. Und das Fernsehen ist lässig, wenn man das darf auch noch machen darf. Das ist wirklich schön. Es ist sehr anstrengend, eben, man muss auf gewisse Sachen schauen, wo man einhalten muss. Und wenn ich müsste jederzeit wählen, dann würde ich immer das Radio nehmen. Also wenn mir jemand sagen würde... Aber trotzdem bist du beim Fernsehen mit dem Bubentraum vielleicht doch mal was mehr zu kriegen. Vielleicht, aber ich möchte einfach sagen, wenn mir jemand würde sagen, du kannst mal am Wetten das moderieren, aber dafür darfst du nie mehr Radio machen. Ach, stimmt das nicht, dass du das nicht machst? Dann würde ich ganz sicher Radio machen. Ah, gut. Und deine Karriere geht beim Fernsehen in kleinen Schritten. Wäre es nicht besser, wenn du schwul wärst? Da ging es schneller. Ja, ich weiß es nicht. Ist es so, dass man... Ja, ich sehe mal den Unterschied nicht so genau. Nein. Naja, also der Roman und ich und der Benny Turnher und ja, der Victor Jacobo. Das war es dann schon, oder? Okay? Ja, da gibt es schon noch ein paar. Also. Ja. Gibt es bei dir ein Leben, das nicht aus unheimlich viel Arbeiten existiert? Du hast ja 80% Radio, du hast 20% beim Fernsehen und machst noch 1000 andere Sachen hinterher. Man kann dich als DJ organisieren. Ja gut, das ist so ein Hobby, ja. Ja, trotzdem. Ja, stimmt. Wo ist der Sinn des Lebens? Hast du dich noch im Griff oder ist es schon zu viel? Nein, es ist überhaupt nicht zu viel. Also ich habe wirklich, wie gesagt, ich habe das Privileg, dass ich etwas machen kann, was ja absolut das Hobby ist. Also das Radio ist ja für mich nicht zu arbeiten. Also das darf man ja nie sagen. Aber das ist ja irgendwie, nur darum funktioniert es auch. Also ich mache das so gern, dass das, ich würde das auch machen, ohne dass wir etwas müssen zahlen. Aber auch das bitte nicht. Ja. Nein, ich mache es wirklich so gern und das ist etwas, wo ich, also weißt, für mich ist es wirklich ein Privileg, wenn ich sage, ich gehe gerne am Montagmorgen oder am Wochenende, ich arbeite auch viele Wochenende, gehe gerne arbeiten, weil ich da Radio mache. Das finde ich super. Das find also ich bei lässig. Radio Top bist du um 2.30 Uhr aufgestanden. Ja, hat das Spaß gemacht? Nein, das ist... 12 Jahre lang? Ja. Nein, das ist nicht immer so lässig. Das ist wirklich dann auch mit der Zeit ein bisschen mühsam geworden, weil einfach für den Körper kann man nicht beschissen, oder? Irgendwann gibt es Rückschläge. Also irgendwann sagt der Körper, das ist nicht gesund. Und wenn man dann auch einen Kopf hat und immer ein bisschen aggressiv ist, Abend, weil man zu wenig geschlafen hat. Ja, einfach... Ja, und trotzdem wirklich. So fröhlich, so aufgestellt? Nicht so aggressiv, aber einfach, man mag dann nichts verleiden, weil man einfach zu wenig geschlafen hat. Das ist so, das ist ja natürlich. Und wenn ich jetzt nicht mehr so früh aufstehe, und das war eigentlich auch wirklich die Abmachung mit DRS1, dass ich jede Sendung moderiert hätte, aber nicht unbedingt den Morgen. Mhm. Weil ich einfach gesagt habe, ich schätze es, wenn ich nicht um 2:30 aufstehe oder dort sein sogar. Ja, das ist schon auch Lebensqualität. Aber alles andere, was ich sonst noch mache, ich mache wirklich viele Sachen, das stimmt. Aber das mache ich wirklich gerne. Und wenn ich das nicht mehr gerne mache, dann mache ich das nicht mehr. Also, das ist wirklich eine Freude. Und auch ein Privileg. Es ist eine Ehre, das dürfen zu machen. Du klingst jetzt so lieb, so brav, aber... Da bin ich. Ja. Sicher. Und du willst immer, dass die Hörer was davon profitieren, aber eines Morgens hat doch einer mal mit dem Knüppel vorm Sender gestanden. Da war genau, den habe ich aber nie gesehen. Da haben sie irgendwie, ich weiß nicht, was mit dem genau war, wenn die Geschichte überhaupt so stimmt. Die ist auch aus dem Internet. Ja. Und man weiß ja nie so genau, was stimmt im Internet und was nicht. Also ich habe die Person nie gesehen. Aber das ist klar, dass es natürlich dort, wo es Leute gibt, die einem gut finden, gibt es sofort auch Leute, die einem schlecht finden. Und das ist dann auch ein grosses Kompliment. Also man
muss ja viel dafür arbeiten, dass man Leute nicht gut findet. Also, oder? Also das ist so. Also, dass man Leute irgendwie nicht, überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, dann ist es schlecht. Dann finde ich, hat man ja nicht wirklich, ja, dann ist man einfach irgendwie. Aber dass man Leute gut findet, das ist lässig. Aber dass einem Leute dann wirklich, dass es Leute gibt, die sich richtig aufregen über einen und so, das muss man sich hart bekämpfen. Also, weil, ja, ich reg mich höchst selten über jemanden auf, oder? Also, ich schaue auch viele Sachen im Fernsehen nicht gerne oder höre im Radio Sachen nicht gerne, aber dann schalte ich um und die Sache ist erledigt, oder? Aber dass dann Leute irgendwie 4A4-Seiten schreiben oder irgendwie im Studio persönlich vorbeikommen, das braucht dann schon ein bisschen, oder, Initiative. Und das finde ich noch bemerkenswert, muss ich also sagen. Ja. Also, ja. In der Mitte deines Lebens, du kannst alles, du hast die Beziehung. Gibt es immer noch Bubenträume oder sind die schon erfüllt? Nein, da gibt es natürlich jeden Tag so Träume. Also das ist schon noch wichtig. Also Melanie, hast du schon mal? Ja, Melanie ist das Wichtigste. Gut. Genau, das ist wirklich das Wichtigste. Und dann, ja, dann schauen wir mal so. Ja, es gibt ja schon noch so das eine oder andere, was man machen kann. Aber ja. Wir schauen, ob das jemand anruft aus Deutschland und dich dort befördert oder was. Nein. Das sind da konkrete Dinge, du musst doch wissen, wo es hingeht. Nein, das habe ich nie gemacht. Also ich habe nie irgendwie geplant und ich habe nie auch gesagt, ich würde jetzt morgen dort sein. Und da gibt es ja Leute, und das finde ich auch richtig, die Karriereplanung machen. Ich mache das nicht. Also ich mache einfach das, was wirklich gerade kommt. Und es ist immer gut gekommen. Also ich habe irgendwie, ich bin zu dem Radio gekommen. Also unter ganz komischen Umständen, oder, wo auch niemand gedacht hat. Du hast Schnupperlehrer als Zeitungsdrucker gemacht? Ja, ja, und hat dann immer gesehen, dass es im Radio eigentlich richtig wäre. Ja, oder? Und die war vis-à-vis, so schöne Bilder sind da. Genau, Thurgauer Zeitung, oh ja, genau. Wenn ihr gewusst hättet, ist heute mal. Da, Achtung. Ja, ja, genau. Ah, ja. Nein, aber nein, und dann bin ich beim Radio gewesen und irgendwann hat Monika Fasnacht angerufen und hat gesagt, du, wir haben dich im Radio gehört, du, wir brauchen noch einen, der bei uns beim Samstag und beim Donnerstag Jass würde mitmachen. Und dann hat sich das einfach immer so ergeben. Also ich war schon auch immer auf der glücklichen Seite vom Leben, dass ich nie wirklich mich bewerben und so und wirklich anstrengen musste. Aber was der Punkt ist, und das finde ich schon wichtig, wenn man mal irgendwo ist und vielleicht auch ein bisschen einfacher dort hinzukommen ist, vielleicht, ja. Aber wenn man dort ist, finde ich, dann muss man alles dafür geben. Und das ist vielleicht nicht immer ganz so einfach, weil ich schaffe wirklich sehr viel. Also ich schaffe sehr viel fürs Radio und ich schaffe sehr viel fürs Fernsehen und es macht mir mega Freude. Aber das beinhaltet auch, dass man dann halt die 12, 13 oder 14 Stunden am Tag dort ist und dass man wirklich auch schafft und bis die Arbeit erledigt ist und dass man ja auch den vollen Einsatz gibt. Und das ist sicher nicht immer ganz so einfach dann für alle rundherum und so. Aber das ist mir schon wichtig, also, dass ich da wirklich souverän und super kann durchziehen kann, weil ja, sonst ist mir nicht wohl. Das war ein schöner Schlusssatz. Retour. Was? Sind wir Dank. Schon fertig? Ja, du bist sogar schon 20 Sekunden drüber. Herzlichen Dank, das war Retour Scherer bei Wolfs Menschen. Das nächste Mal kommt Schauen wir in die Sterne mit Madame Etoile, Monika Kiesling. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke. Retour, mein Gott.